Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro EP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Und Kamera lässt sich. So, jetzt lässt sich anhalten. Mein Gott. Ich brülle den Analogstick nicht mehr. Meine Güte, hör auf, dich zu bewegen. So, Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. In der letzten Folge haben wir die Marriage Arena mit Terra abgeschlossen und ja, wir nähern uns so langsam dem Ende des Projekts. Wir haben ehrlich gesagt nur noch 4 optionale Bosse übrig mit jedem Charakter. Welche, weiß ich nicht. Der nächste Boss, gegen den wir jetzt kämpfen, werde ich vielleicht versuchen, alles in einem Part zu packen, weil der noch der leichteste von allen ist. Danach, die werden alle knüppelschwer sein. Also da weiß ich nicht, ob ich das alles in einem Part schaffe. Ja, ich versuche es. Und ja, der erste optionale Boss, gegen den wir kämpfen, ist der Boss, den wir hier schon als Vorschau gesehen haben. Ich glaube, die Lehre des Lichts heißt die Herausforderung. Und ja, das ist der Boss, mit dem wir uns hoffentlich mit allen 3 Charakteren in dieser Folge jetzt kloppen werden. So, immer noch Level 99. So sehen die Werte aus. Das habe ich alles ausgerüstet. Ich habe natürlich das Ultima-Schwert hier ausgerüstet, dass wir uns hier sehr hart verdient haben, nach den einstündigen Parts hier mit allen 3 Charakteren. So, das hier habe ich mal alles reingepackt. Ich habe den Charakter, den Gegner jetzt nicht mehr so im Kopf, was der alles macht und so. Aber ich hoffe, das wird schon hier irgendwie so funktionieren. Und ja, Level 99 dürfte. Es ist nicht einer der Charaktere, wo man, weiß ich nicht. Okay, ich sage immer Charaktere. Es ist jetzt nicht einer dieser Gegner, wo man so wirklich sagen kann, dass der irgendwie unfair kämpft, glaube ich. Ich habe ihn jedenfalls nicht so in Erinnerung. Und ja. Und sagen, wir gehen direkt rein und machen die Lehre des Lichts. Wir haben noch eine Runde. Wir müssen, ich sollte vielleicht was ändern, und zwar ich nehme Stellungsspiel raus, weil das tut uns irgendwie, weiß ich nicht, mehr Schaden als sonst selbst. Das tut nämlich, wenn wir vor einen Angriff Viereck drücken und abwehren, uns direkt hinter dem Gegner teleportieren, und das ist ein bisschen blöde, weil direkt nachdem man das gemacht hat, kann man nicht angreifen. Er hat irgendwie so eine Mini-Verzögerung und dann ist man irgendwie verwundbar, und das ist bei den Bossen jetzt nicht mehr so gut. Das war mehr oder weniger noch gereicht so bei den ganzen Kämpfen hier in der Arena, aber jetzt, wo es ein bisschen ernst wird, können wir uns das nicht mehr leisten, so anfällig zu werden. Okay, wir haben nur eine Runde. Wir müssen 100 Angriffe blocken, um die Bonus-Herausforderung zu bekommen, was ich aber nicht versuchen werde. Und ja, ich sagen, wir gehen da rein und kümmern uns um den Gegner, gegen den wir jetzt kämpfen werden. Der Gegner, gegen den wir kämpfen, ist ehrlich gesagt ein bekannter Fragezeichen Gegner, mehr oder weniger. Man erkennt schon hoffentlich an der Pose und an dem Schlüsselschwert. Meister Erekus. First ist Erekus Rüstung. Ja. 4 Balken. Ob das was wird. Erst mal gucken, was der alles aushält und so. So, wir können abwehren. Muss gucken. Muss mich erst mal in den Kampf hier reingewöhnen. Und er macht uns nicht so viel Schaden. Das habe ich mir schon so gedacht. Wir kämpfen im Land des Aufbruchsbergs gerade. Den Kampf habe ich natürlich nicht, aber warte mal, so angetestet, so im Sinne von, ja, ich habe schon mal ein bisschen gegen den gekämpft. Deswegen kannst du nicht in die Linie reinlaufen. Deswegen weiß ich nicht. Ja, die kann man zurückwerfen, genau wie bei dem Kampf gegen Erekus. Okay, ist gut, danke. Ich kann mich auch so bewegen hier. Wir haben schon ein paar Mal getroffen, aber so gut wie gar keinen Schaden gemacht. So, das Problem ist, jetzt wo ich Dream Drop Distance spiele, tue ich immer Dingens drücken. L1, wenn ich irgendwie auf Vita gehen will, weil da das Schnellkommando ist. In Dream Drop Distance hier muss man natürlich nach links drücken. Und ja, oh Gott, das ist dann natürlich jetzt wieder gewöhnungsbedürftig. Was hat er gemacht?
ich drücke die ganze Zeit L1. Solange aber immer mehr als einer P haben, dürfen wir halt eigentlich schaffen. Er ist nicht um Längen so stark wie irgendwie die restlichen optionalen Bosse, aber ich mache ihn so gut wie keinen Schaden. Ich glaube, ich muss echt auf Fokuskommandos hier umspringen, weil ich den irgendwie nicht zu fassen krieg. Oh nein, ich glaube, ich bin tot. Ja. Okay, Planänderung. Ich brauche ein paar mehr Fernkampfangriffe, weil er sich dauernd irgendwie unbesiegbar macht hier. Während seines komischen Dingen hier. Da ist all das hier, damit können wir auch manchmal treffen. Zeitlupenfeiger vielleicht. Minentrapez, habe ich so das Gefühl, bringt es nicht so. Mal mit Eisger, so. Weil der ist die ganze Zeit hier immer in seinen komischen Dingen hier, wo er so Lichtstrahlen macht. Also nehme ich mal an, ich brauche ein paar mehr Fernkampfangriffe, weil ich komme ja nicht nah genug ran. Ich könnte auch Multifokus machen, aber das macht den Kampf, glaube ich, wieder ein bisschen zu einfach. Deswegen kann ich, glaube ich, nicht überspringen, denn du. Und ja. Muss aufpassen, wie viel AP ich habe, weil dieser ein letzte Angriff dauert so lange. Da, wieso mache ich keinen Schaden? Er macht Stellungsspiel, glaube ich. Jetzt macht er halt schon wieder. Welcher Diamantenstaub, ja. Da guck mal. Komm gar nicht dann irgendwie was zu machen. Und er ist unbesiegbar, während der das macht. Oh, super geil. Guck ich da dann an, wie soll ich denn den treffen? Ich halt auch zurückwerfen. Wieder einmal solchen dagegen machen. Komm gar nicht an den heran meistens. Vielleicht muss ich ja irgendwie auf Kontern ja versuchen. Aber ich komme ja nicht an den heran, ey. Stinkt ja schon so nach Multifokus-Kommandos. Warte mal, das kann ich doch zurückwerfen. Weil der schützt sich auch die ganze Zeit. Ja, vor kurzem in Veteranenmodus hier mit Terra gegen den gekämpft. Und ja, da war der auch nicht sehr viel Becher, weil die ganze Zeit geblockt hat. So, da wird so irgendwie nichts, habe ich das Gefühl. Ja, guck mal, der macht die ganze Zeit das. Ich komme gar nicht an ihn heran. Ich mache ihn auch gar keinen Schaden. Ich bin Level 99, verdammt. Er macht hier alles nichts gegen den. Wenn er mal irgendwie auch rankommen würde an mich, ne? Nein, der macht das die ganze Zeit. Wir möchten den treffen, ey. Warte. Und wenn du auf stehst, dann mach ich das. Was? Kann ich hier noch mal irgendwann Schaden machen? Hallo? Ja, der macht sich viel zu oft unbesiegbar, ey. Können wir die meiste Zeit gar nicht an ihn heran. Boah. Ja, der Kampf könnte doch ein bisschen schwieriger werden, als ich dachte. Boah. So, das wenigstens, ja. Aber dann sagen wir wenig, wieso ich nur... Boah.
so wenig abziehe mit denen. Ja, die hätten den wirklich nicht unbesiegbar machen sollen während diesen ganzen Attacken hier. Vielleicht muss ich an ihn näher rangehen, vielleicht die ganze Zeit. So, komm her. Ich hab Klingenaura, komm. Da ja, zieht auch ein bisschen mehr ab, habe ich das Gefühl. Oh, sei doch nicht die ganze Zeit unbesiegbar während diesen Angriffen. Voll übel, ja. Der Kampf könnte lange dauern, habe ich so Gefühl. Aber ja. Und wenn ich immer eine Kombo habe, dann lässt er sich auch treffen. Weil er hat so viele Angriffe, die ihn unbesiegbar machen, da finde ich nicht toll. Weil der fängt ja noch nicht mal richtig so mit dem Kampf an, habe ich so das Gefühl. Da kommt da noch mehr wahrscheinlich. Oh, hör auf mit den Angriffen, ey. Da gibt's doch jetzt einfach nicht. Oh, wie wenig ich den nur abziehe, ey. Aber nicht wahr sein. Level 99 bringt gar nichts. Hey, was ist das? Habe ich auch vielleicht irgendeine Chance hier? Wow. Die hätten den echt nicht unbesiegbar machen müssen, während einen Angriffen. Ey. So, den Angriff möchte ich ausweichen. Ja, super, geil, danke. Das ist das Gefühl, der wird jetzt viel mächtiger. Ja, ich greife ihn an, sehr gut. Warum ist er jetzt so stark, ey? Weil der wird jetzt ein bisschen aggressiver, das ist gut. Trotzdem, ich finde das nicht nett. Wie soll ich denn den mit Terra schaffen, ey? Ja. Nein. Oh, ich hatte auch noch gut. So wirkt halt ich auch so viel aus, ey. Warum hat der denn schon wieder die Ketten eingesetzt? Boah. Viele abzieht, ne? Warum mache ich ihn jetzt Schaden? Was? Macht gar keinen Sinn, warum mache ich ihn denn jetzt Schaden? Oh geil, du machst den Angriff die ganze Zeit. Hör auf damit. Hey! Ja, das ist ja ein Ding hier in dem Spiel. Ich vergesse es manchmal. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich kann ihn nicht anders angreifen, habe ich das Gefühl. Also, tut mir leid. Muss ich als Multifokus hier ausnutzen. Und es dauert der Kampf ja nur ewig. Ja, und der macht das ja auch die ganze Zeit, ne? Ach man, was war schon ein Ring oder was auch immer halt sein soll. Weil sein Angriff sieht aus wie der von Terra.
Gefühl, der wird irgendwie schwächer, wenn er irgendwie was von mir absorbiert. Ha. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Kampf wird einfacher, je länger der Kampf dauert. Was? Wie doof, dass ich die ganze Divisierung von denen hier verliere. Aua. Alter. Schon. Wir sind damit treffen. Was hat der so solche Angriffe? Das ist ja eine Sache, ne? Aber. Wenn er die ganze Zeit dadurch unbesiegbar ist, dann bin ich ein bisschen mies. Ich meine, ich habe auch Multifokus, dadurch bin ich auch unbesiegbar, aber trotzdem. Mann, du hast das doch gerade eingesetzt, ey. Auf damit. Boah. Hör doch mal auf mit deinen dutzenden Angriffen, ey. So, komm her. Und ich war seine. War schon wieder. Was denn jetzt? Bist du wieder auf den? Ja, da warst du wenigstens. Boah. Du wenigstens öfter angegriffen, habe ich das Gefühl. Aua. Na, komm her. Ah, was? Boah, hör doch mal auf damit, ey. Ey, der Pisser, der... Oh. Ja, komm her. Ich meine irgendwie mehr... Was? Ich meine irgendwie so mehr Schaden in der Form. Aber ja, Wurf, 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 Wurf. Au. Okay, schon wieder. Wer? Ja. Ich kann seinen Konter nicht an, abwehren, ey. Oh, falscher Knopf. Ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Ach, aber ja. Was hat? Oh, dadurch erhöhen sich nochmal. Was? Wie wir. Meine AP haben sich aber deutlich erhöht, habe ich das Gefühl. So, ich bin ein bisschen unzufrieden, dass wir so viele Multifokus-Kommandos einsetzen mussten, aber. Der Kampf wird da ewig dauern. Ehrlich, ich habe sogar das Gefühl, dass der Kampf länger dauert als die anderen optionalen Kämpfe. So. Jetzt haben wir hier einen Bericht. Erkus Rüstung. Eine Rüstung, in der die Gedanken des Schlüsselschwertmeisters fortleben. Oh, schön, ne? Cool aus. Okay. Halt. Damit haben wir, glaube ich, alle Arena-Missionen abgeschlossen. Allerdings bleibt da noch eine übrig, die noch nicht angezeigt wird. Weil die schon angezeigt wird. Was, Treffer? Fehlten ja noch. Boah. Okay, keine Ahnung. Das haben wir auch bald abgeschlossen. So, jedenfalls haben wir den Kampf abgeschlossen. Und ich weiß nicht, ob ich die anderen Charaktere direkt hier heranhänge oder nicht. Aber mal schauen. Ich würde jedenfalls sagen, ich beende die Partie. Oder wir sehen uns direkt dann weiter mit Aqua. Mal schauen. Ich bedanke mich alle als Zuschauer und sage tschüss. Bis zur nächsten Folge. Oder bis gleich. Mal schauen.
Runde 2 beginnt mit Aqua. Sehr schön. So, wir wissen ja ein bisschen, wie der Kampf abläuft, also gucken wir mal, wie das hier läuft. Ich sage voraus, dass der Kampf sehr viel einfacher wird mit Aqua. So, ich habe absichtlich mal Schwertwurf reingenommen, damit wir ihn angreifen können, während er in diesem blöden Modus ist. Zielsuchmine müsste halt, glaube ich, auch ein bisschen einfacher machen hier. Der Barrieresturz natürlich. So, ich habe viele Fernkampfangriffe mit ihr ausgerüstet. Und während diesen Angriffen ist er unbesiegbar anscheinend. Na gut, ist sie hat, warum hat sie nicht anvisiert? Machen. Nein, sie hat auch so eine blöde Teleportierung, stimmt. Ich werde rausnehmen sollen. Boah, was ist das? Das kenne ich gar nicht. Boah, ist mir hier nur noch. Mich auch nur dazu kommen, meine Angriffe einzusetzen, ne? Du hast doch gerade diesen Angriff gemacht, ey. Oh, mit dem Dreck. Ey, das ist unfair. Ich kann nicht sehen. Kannst du mich verarschen? Was ist das? Warum tut der Polarlichter auf mich werfen? Montag. Alter, wie lange geht denn der Angriff noch? Der wird den oft machen, ne? Ich bin vergiftet. Nein. Nein. Obwohl, damit er wieder einfacher, ne? Ich habe jetzt nicht erklärt, welche Kommandos ich ab, ne, sieht man ja. Boah. That looks fair. Was zum, hör auf? Ja, du bist die ganze Zeit hier stun. Oh, dadurch dürfte ich aber nicht sterben. Oh, hör auf damit. Mehr. Ich bin die ganze Zeit am Abwehr. Wie konntest du mich bitte schön treffen? Boah, warum tust du ihn die ganze Zeit abvisieren, ey? Und ich bin die ganze Zeit betäubt, ey. Der Kampf ist doch richtig nervig, ey. Bevor wir den erledigt haben, ey. Warum bin ich denn schon wieder betäubt, ey? Ey. Der steht aber immer da, wenn er das macht, ne? Ey, was ist das? Hör auf mit diesem scheiß Angriff. So. Ey, hör auf damit, ey. Ja, geh weg mit dem Ding. Ja, du triffst mich von der Entfernung nicht. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Divisierung von dem verliere. Oh. Ja. Warum werde ich die ganze Zeit betäubt? Was soll der Scheiß? Hör auf damit. Und ich bin, glaube ich, tot, ne? Ja. Ey, warum werde ich denn die ganze Zeit betäubt? Und der ganze Spaß nochmal mit Terra, ey. Ja, ich weiß, welchen Angriff ich schon mal rausnehme. Ja, nicht Angriff, aber Dingens. Teleport. Weil das wird mir wahrscheinlich wieder auf Nerven gehen, ne? Warum wurde ich denn hier von jedem Angriff hier betäubt? Was soll das denn?
wieder auf Multifokus-Kommandos hier zurückgreifen. Ich weiß jetzt wenigstens, während welchen Angriff er hier anfällig ist. Ja. Was? Ah, treff ihn damit. Was? Ja, den hier ist er nicht unbesiegbar. Was? Ja, versuch du mal eine Mine abzuwehren, ey. Da machen wir im Multifokus. Mir gefällt das nicht, den Kampf so zu schaffen. Aber der ist ja während fast jeden Angriff hier unbesiegbar. Ja, von der Entfernung versuche ich mal zu treffen. Da hat mir den ganzen Betäuben hat angefangen, nachdem er mich mit denen Angriff getroffen hat. Also sollte ich mich von dem Angriff vielleicht fernhalten. Here we go. Boah, echt. Aua. Ach, aber ja. Der letzte Angriff trifft mich jedes Mal. Jetzt setzt er wieder diesen Angriff ein, während ich hier am Ausweichen bin, ey. Na ja, der Angriff dauert ja auch nur ewig, ne? Ja, tust du einer an. Ja, haben wir noch einmal eingesetzt, Freunde. Autsch. Was zum... Ja, der letzte Angriff. Vor allem, der geht immer an mir vorbei. Boah. Ist das. Wieso zieht das so wenig ab? Ich krieg die Krise, ey. Mal ernsthaft. Ich bin Level 99, verdammt, ey. Warum zieht das nur so wenig ab? Was? War Barrieresturz. Kann ja auf den zurückwerfen. Nein, ey, da greife ich einmal normal an, ne? Und dann wieder mit den Scheiß. Bin ich wahrscheinlich nach jedem Angriff wieder betäubt, ne? Komm her. Was zum? Was? Warum habe ich nicht weitergemacht? Mit Terra, das wird ein Spaß, ne? Ernsthaft, warum bin ich die ganze Zeit betäubt? Was ist das für eine Kameraperspektive? Alter. Ja, komm her, damit mich ich dort treffen, oder? Rüstert. Rüstert. Sieht halt wenig ab. Ey, leck mich doch am. Oh, zwei Balken sind schon mal weg. Ah, ich bin dem Ding ausgewichen. Was sagst du jetzt? Das Ding verfolgt mich, habe ich das Gefühl. Das war doof. Warum werde ich hier jedes Mal betäubt? Ey, was soll denn das? Nicht da. So, komm her. Bum, 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 bum.
Ich glaube, der hat einfach eine riesige Abwehr, ne? Weil die anderen Bosse, die haben halt nicht mal annähernd so viel aus wie der. Was ist das? Und das. Und das. Und das. Oh. Warum ja? Was zum Teufel? Ey. Wenn man einer diesen Angriff erklären. Kannst nicht mal irgendwie jetzt ein anderes Ding hier absorbieren oder so von mir? Aber ja. Ja, du. Nein, eben nicht. Ich wollte in seiner Nähe abwehren. Ja, das war doof. Ja, okay, ist gut. Boah, dieses blöde Ding, ne? Ja, mal weggehen. Ey, das geht mir auf den Nerven. Komm her. Nicht so. Boah. Oh, nur ein Balken kommen. Oh, der macht den Angriff. Oh. So, Schmetterport. Aufschlag. Wuff, bleib stehen, verdammt. Bleib stehen. Let me shoot you. Let me shoot my balls in your face. Ja, okay, absorbier mich bitte. Was auch immer du jetzt machst, kann nicht so schlimm sein wie. Wie was du vorher gemacht hast, ey. So, ich muss, dass ich den letzten Angriff hier nicht abwehren kann. Ha, was machst du jetzt? Oh nein! Du hast nicht aufhören anzugreifen. Komm her. Ich komme näher an dich herein. Was machst du jetzt? Oh, schon wieder Schmetterboard. Let me shoot my balls in your face. Bist du auch Aquate von den drei Hauptcharakteren, die größten Eier? Oh ja. Au. Oh nein, nicht der Angriff. Nein, zu früh. Nein. Bin ich immer noch einfach als mit Ventus, aber muss ich sagen. Oh, sehr gut. Lass eine Polarlichter wieder ein. Wenn ich hier bleibe, kann mir noch nichts passieren, oder? Vor allem, das hier ist irgendwie voller neutrale Gebiet hier, wo ich gerade stehe. Oh, ist das schön. So viele Farben. Oh, da kommt er wieder. Oh nein, jetzt nein. Jetzt kommt er wieder mit seinen einen Dingen. Oh. Nein, ich will mich heilen. Und da darf nicht abgebrochen werden. Das ist gegen die Regeln. Nein, das ist der Angriff. Ha. Naja. Geh auf den los, verdammt. Oh. Ah, ich muss aufpassen, er setzt sein Ding immer ein. Aber ja, also das war's, oder? Nee, war's nie im Leben. Jetzt sind meine Dings natürlich weg. Oh, willst mich auf den Arm nehmen? Hm.
Nein, also gut. Und setzt wieder einen Ketten ein oder so. Boah. Weil der wird dann getroffen, ausgezeichnet. Geht doch mal auf den los, danke. Die stehen einfach nur so, müssen wir was machen? Ja, zum Glück hatte ich noch genug HP. Au. Oh, sehr gut. Hauptsache deine blöde Betäubung ist weg. Here we go. Komm her. Bis da. Bis da, komm, weg. Was ist das? Komm, Freck. Los, komm hier rein. Komm hier rein. Jawohl. Oh, sehr schön. Oh Gott, jetzt hat ganz mit Terra. Das darf nicht wahr sein. Aber wir kriegen mehr AP. Ich glaube, sie hatte 143 AP. Ey, ich war die ganze Zeit am Abwehr und das hat immer noch nicht gereicht. Ey. Das darf doch einfach nicht wahr sein. So. 102, was? Das ist eine Menge AP, die wir dazu bekommen haben. Ja, sie hat aber Dingens hier. Treffer und alles voll. Sie waren nur Charaktere. Das sind die drei letzten Bosse. Wow, guck ich mal die AP von. Ja, guck mal, wie groß der Balken jetzt ist. Gut, dann haben wir das mit ihr auerlich. Jetzt bleibt nur noch Terra, welcher leider keine Unbesiegbarkeitsausweichrolle hat, aber. Trotzdem wird schon irgendwie klappen. Also bis gleich. So, beim dritten Mal ist es ja noch viel lustiger. Ja, jetzt tun wir den Kampf von Terra Story noch mal nachherleben. Und zwar Terra versus Erakus. Ja, gut, komm her. Autsch. Wir haben keine Ausweichrolle, die uns vollkommen unbesiegbar macht. Was mir Angst macht. Und ich habe den Angriff, verdammt. Wow. Ja, ich habe den Abschlussangriff. Ein Gott, was macht der für Angriffe, ey? Ich habe den Abschlussangriff. Meine Güte, machen wir den Schaden. Reingepackt. Also ich komme gar nicht zur Ruhe. Weil, dieser Tetris-Angriff hier. Oh nee. Sehr ungenau ist bei den optionalen Bossen. Damit werden wir auf jeden Fall nicht treffen. Hallo, kann ich mal hier rauskommen? Hallo? Oh Gott! Ja! Wenigstens dauert der Angriff nicht so lange. Kenn ich gar nicht den Angriff. Meistens nur mit meinen Konterangriffen hier Schaden machen, habe ich so ein Gefühl. Dann an. Ist gut, Mann. Komm her. Mein Gott. Ich wollte schon sagen, man machst du mal diese Angriffe hier. So, ich dachte, der Angriff würde ein bisschen mehr abziehen, aber nein. Bei denen sein Schwertwurf und also was macht sehr viel mehr Schaden. Okay, jetzt weiß ich, X drücken. Oder? Kann ich den Angriff irgendwie ausweichen? Warte, die schnapp ich mir. Au! Ja, toll. Ich kann mich immer wieder hochheilen, also ja. Ich muss eigentlich nur der Zeit verschwenden. Dieser Pisser. Wenigstens wäre ich nicht die ganze Zeit betäubt hier. Boah, dieser Angriff, ne? Oder was machst du jetzt? Oh ne. Pisser, auf damit. Boah, was? Okay. So schwer ist er jetzt aber noch nicht.
finde ich. So, ich werde sowieso wie blöde getroffen, also kann ich auch direkt angreifen, ne? Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ach ja, den hier. Aber ja. Ich sollte ihn lieber während diesen Angriff angreifen, habe ich so das Gefühl. Uff. Oh nee. Ich habe diesen Schallgrätschen-Angriff mal rausgenommen. Einfach nur, damit ich hier durchgehend ausweiche. Boah, ich glaube, Dunkelfeuer flüstert. Boah, das hat, glaube ich, viel Schaden gemacht. Oh, sehr gut. Gut, nimm dein blödes Siegel da weg oder was auch immer das ist. Oh, geil. Hat Diamantenstaub. Man kann doch mal ein bisschen mit den Angriffen übertreiben, ne? Ja. Tja, ich hau dich kaputt. Habe ich schon mal kaputt gehauen lang. Ich glaube, ich das noch mal. Ich kann eigentlich gleich auf ihn drauf gehen, ne? Ich höre, wie ich ausweiche. Okay. Oh, Diamantenstaub, okay. Auf damit! Lass mich Zeugs machen. Ich kann mal Ultima-Kanone einsetzen. Na. Rüstert! Alter! Oh, ich kann. Oh, verdammt, ich habe noch nicht. Ich wusste halt nicht. Ich habe ihn noch nie voll aufgeladen irgendwie eingesetzt. Nein, jetzt kommt er wieder mit seinem einen Ding. Nein. Komm her, hier sind noch ein paar Minen für dich. Dieser Pisser, ey. Ich glaube, der Vorteil von Terras Ausweichrolle ist, dass er mitten im Angriff irgendwie ausweichen kann, manchmal. Nix da. Mein Gott, hör auf damit. Das ist eigentlich nur derbe auf einen draufkloppen, habe ich so ein Gefühl, dieser Kampf. Das weiß ich, wie die Kanonen funktionieren, also komm her. Nicht noch mal, okay, schade. Ich auch nicht los, ey. Nein, kein Volleyball spielen, aua. Feuer, komm her. Die mich von dem Angriff treffen lassen will, ey. Wurf. Okay, ist gut, Mann. Kann ich auch hier. Uff. Ist das deine Version von Ars Arcanum oder was? Ja. Nein, geh weg. Oh, sehr gut. Ich dachte, er will schon wieder dieses Siegel da machen. So, jetzt muss ich erwarten, bis er mit seinen Supernova-Angriff hier fertig ist. Oh, ich habe Ars Fatalis, komm schon. Oh nein. Oh, Metroid, nein. War vielleicht eine sehr doofe Idee. Aber er trifft ja noch einmal, der Angriff, ne?
Rare. Nein. Was Fatales! Ah. Alles. Nein, er hat mich damit auch noch getroffen. Ich liebe das. Er ist direkt in meiner Minen drin, ehrlich. Nein, kein Volleyballmeister. Ah. Und willst du mal meine Kanone sehen? Hier, Bruf. Doch, Mann. Aber ich habe gar nicht. Ich, oh. Hör auf damit. Lass mich doch mal hier weggehen. Ey. Komm her, Wurf. Oh. Ey, mein Schwert war nur am Fliegen. Wir sind nicht auf den Arm nehmen. So. Er ist auch voll umfällt, dieser Angriff. Wieso ist er während mein Konterangriff unbesiegbar? Doof, doof, ah! Ja. Sollte sagen, warum treffe ich ihn manchmal nicht? Aber gleich haben wir ihn. War sehr gut, danke. Lange macht noch nicht mal Schaden, ey. Glaube ich. Oh, hör auf, dich zu ja, du Blöder. Nein, 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 das war doof. Wenn mich jetzt. Oh gut. Ey, ich hab Vita eingesetzt. Das klappt in Kingdom Hearts 2 auch. Ey. Ich einfach Vita während deren gefährlichen Angriff einsetzen und ausweichen kann. Damit kann man auch Semnas einen Angriff ausweichen. Guck mal da ein. Boah, ich kann den sogar ausweichen. Geil. Was sagst du jetzt? Ja. Der verarscht mich doch eher. Na, komm her. Ist gleich weg. Oh. Komm her. Hey, schon wieder. Nein. Aber du bist gleich dran, dafür sorge ich. Kann ich dich angreifen? Boah. Das Gefühl, er setzt seine Ketten ein gleich. Im Wesen macht er seine nervigen Angriffe nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr so oft. Oh nee.
So, und es endet mit einer Kanone. Komm. Mitten ins Gesicht geschossen. Ja, schön. Wir haben den einfachsten optionalen Boss erledigt. Ich wollte schon sagen, es hat Spiel stehen geblieben. War irgendwie so abrupt. Gut. Aber man hat geschafft. Und ja, mit müssen wir auch mit ihm ja alle Dinge jetzt erstmal haben. Alle Arena-Missionen, ja. Gut, er hat auch 169 HP. Hatte Aqua nicht genauso viel? Weiß ich nicht. So, jedenfalls, damit wäre das erledigt. Erkus-Rüstung haben wir fertig gemacht. Nach ein paar Versuchen. Beim ersten Versuch mit Terra, ne? Mit den anderen beiden so beim zweiten Versuch. Gut, aber das war nur, weiß ich nicht, der Anfang. Weil der nächste Boss spätestens wird richtig knüppelart. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.